Hallo ihr Lieben, der Frühling ist da, Ostern steht vor der Tür, der perfekte Zeitraum, sich einen kleinen Ostergarten zu bauen und zu bepflanzen. Ihr braucht dafür eine Kiste oder Schachtel. Ich habe die mir im Supermarkt schenken lassen, die werden sonst entsorgt, die eignen sich wunderbar. Ihr braucht Folie oder eine Plastiktüte, Erde natürlich und verschiedene Samen zum Pflanzen. Ich habe jetzt schon so einen Müllsack zurechtgeschnitten auf mein Kistenformat und kleide das jetzt erstmal wasserdicht aus, denn euer Gärtchen muss ja täglich gegossen werden und da ist es wichtig, dass die Kiste wasserdicht ist. Weiter geht's mit der Erde. Da eignet sich ganz gut so eine Schöpfkelle. Ihr könnt aber natürlich auch die Hände verwenden und richtig schön mit der Erde arbeiten. So, die Erde wird jetzt ein bisschen angedrückt und schön in der Kiste verteilt. Also die Größe der Kiste, die wählt ihr natürlich je nachdem, wie viel Platz ihr bei euch habt, denn das ist ja ein Indoor-Gärtchen. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr die Tüte hier bis zum Rand natürlich wegschneiden. Später kann man dann auch den Rand der Kiste noch verzieren mit farbigen Papieren oder schönen Schriftzügen. Da ist natürlich eurer Kreativität, werden da keine Grenzen gesetzt. So, jetzt wird es spannend, denn jetzt wird gepflanzt. Ich habe mir hier Kräutersamen besorgt. Ich finde das immer am schönsten, wenn man dann später auch das, was man gepflanzt hat, irgendwie nochmal lecker essen kann. Außerdem habe ich noch Weizen besorgt, denn für so ein schönes Ostergärtchen sind diese satten Halme des Weizens, die auch sehr, sehr schnell wachsen, ein wunderbares Versteck für die Ostereier. Und wer möchte, kann sich natürlich auch schon fertige Kräuter, zum Beispiel Basilikum oder Kresse im Vorfeld besorgen. Dann ist der Garten auf jeden Fall von Anfang an schon etwas grün. Auch genau wie ich verschiedene Kräuter pflanzen möchtet, dann schaut hinten drauf, dass die Kräuter dieselben Bedingungen brauchen. Also gleich viel Wasser und gleich viel Licht. Ich habe jetzt einen Teil von meinem Basilikum schon mal hier reingesetzt. Das wirkt jetzt fast wie so ein kleiner Busch in meinem Garten, denn den möchte ich ja auch ein bisschen gestalten. Ein Garten ist ja immer auch ein kleines Kunstwerk und das soll man natürlich auch sehen. Ich habe ansonsten jetzt die Kapuzinerkresse da. Die muss so ungefähr einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter tief in der Erde sitzen und ich mache mir dann so kleine Pflanzlöcher mit Abstand. So, ich werde mal hier dieses Feld, werde ich mal für die Kresse reservieren und setze dann jeweils ein Körnchen hinein. Vielleicht auch zwei, denn auch bei der besten Pflege geht nicht jeder Samen an. Man kann für die Löcher natürlich auch hier so ein kleines Profi-Werkzeug verwenden. Gibt es auch für kleines Geld im Baumarkt. Aber natürlich gehen auch einfach die Finger oder ein kleiner Löffelstiel. So, hier in die Ecke mache ich jetzt noch ein paar Radieschen. Man kann natürlich auch, wenn man möchte, sich einfach so eine wilde Blumenmischung besorgen und großzügig aussäen. Das wird sich auf jeden Fall, wird das auch gut aussehen und die Bienen werden sich freuen. Ich mache aber eher mal so eine kleine Gestaltung hier im Garten und jetzt kommt auch mein Weizen zum Einsatz. Den streue ich noch hier oben rein. Der wird erstmal nur so draufgelegt und dann gut gewässert. Denn hier in der Ecke möchte ich dann meine Ostereier verstecken. Die übrigen Löchlein mache ich jetzt natürlich zu. Merke mir aber noch genau, wo ich was hingepflanzt habe. Denn jetzt kann ich noch, ich mache das mit ein bisschen Vogelsand, kann ich mir noch so Abtrennungen von meinen Beeten legen oder kann hier so Wege durchsetzen oder auch kleine Kieselsteine oder Steinchen verwenden, um die Beete voneinander abzutrennen und auch noch so ein bisschen den Garten zu gestalten.
So, ihr Lieben, damit ist unser Ostergärtchen auch schon fertig. Wer jetzt möchte, kann sich aus Papier noch kleine Pflanzschilder schneiden und hier mit reinsetzen und natürlich auch den Rand von der Kiste noch ein bisschen schöner gestalten. Dann hoffe ich, es hat euch auch wieder Spaß gemacht. Ich fand es super schön mit euch und jetzt natürlich schön wässern, schön euren Garten pflegen und dann wird in etwa einer Woche werden die ersten kleinen Pflänzchen da sein und unser Ostergras bis Ostern fertig für eure Ostereier.